Hallo und ein herzliches guten Abend. Ich freue mich mega da zu sein und die nächste Stunde mit dir zu verbringen. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, ich freue mich einfach riesig da zu sein. Wenn du mich sehen kannst, dann schreib mir ganz kurz in den Chat, dass du mich sehen und hören kannst. Es macht Sinn, wenn du mich auch hörst. Nur sehen ist ein bisschen langweilig. Einfach, dass ich kurz weiß, dass alles klappt und dass alles in Ordnung ist und alles gut läuft. Moin, moin, sehe ich von der Wilma. Super, wunderbar, hallo. Perfekt, wunderbar, sehr gut. Dann können wir loslegen. Das ist ja schön. Das ist hallo. Schön, euch alle zu sehen. Wunderbar. Gut. Wie geht's euch denn? Wie geht's euch denn? Schreibt mir doch mal in den Chat, wie läuft's? Wie nehmt ihr so diese März-Energie wahr? Ich finde, der März hat heute eine. Oh, schön, dich zu sehen, Claudia. Der März hat eine wunderbare Energie. Ich finde ihn so spannend, weil der hat für mich so eine Energie von Tagen, da bin ich komplett kaputt und komme nicht vom Fleck. Und dann habe ich Tage, an denen ich super produktiv bin. Heute ist so ein super Produktivtag, da fühle ich mich wie so ein Duracell-Häschen. Und rase so durch den Tag und mache noch dies und noch das und noch dies und das und das und das und das. Auf der anderen Seite gibt es eben Tage, an denen ich das Gefühl habe, ich muss mich total verstecken und mich von der Welt verstecken und irgendwie, genau, einfach ja, mal verkriechen. Ich weiß, dass es zum Teil tatsächlich wirklich an den Sonnenstürmen liegt, aber auch am Wetter. Also bei uns in Basel ist es tatsächlich so, dass wir jetzt wieder Sturm haben oder so ein bisschen Sturm. Naja, ich denke nicht mal nur bei uns in Basel, sondern in der ganzen Schweiz. Und also ich hatte heute tatsächlich auch Migräne. Von dem her, ich sehe da im Chat einige, die gesagt haben, Migräne, das ist bei mir tatsächlich auch wirklich vorhanden. Und ich sehe auch viele sagen, ich bin müde. Ich habe eben, es wechselt irgendwie eher erschöpft. Das finde ich auch ganz spannend. Ich bin auch echt müde. Also ich schlafe heute, ich schlafe im Moment unheimlich viel. Das ist für mich nicht so logisch. Wer mich kennt, weiß, ich schlafe grundsätzlich sehr, sehr wenig. Im Moment schlafe ich echt viel. Das ist für mich ganz spannend. Von dem her ist es einfach eine, auch eine Zeit, die sehr intensiv ist. Also es ist wirklich. Wir merken einfach diese Veränderung immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich sehe da im Chat ganz viele, die gesagt haben, ich bin K.O. oder eben, ich bin irgendwie, ich habe Migräne oder mein Mann hat Migräne und viel Kopfweh. Das ist auch etwas, was ich wirklich jetzt die letzten Wochen hatte. Also ich bin grundsätzlich ein Kopfwehmensch. Ich habe oft Kopfweh, aber die letzten Wochen hatte ich also echt viel Kopfweh. Und ich weiß, das ist jetzt gerade so seit einem Monat. Also ich weiß genau, dass es so seit einem Monat ungefähr ist, dass ich wirklich das ganze Zeit denke, oh Mann, hört es wieder mal auf. Und ich habe tatsächlich hier mein Pfefferminzöl. Also das ist schon ganz nah, weil ich einfach inzwischen weiß, ich brauche das einfach in der Nähe im Moment. Das ist im Moment einfach sehr, sehr heftig. Genau. Und dann sagt Rotfuchs ja müde und vor allem mega gut gelaunt und dann wieder traurig. Ja, genau. Also es ist tatsächlich so. Ich finde es auch ganz spannend, weil ich habe im März, als ich das Channeling gemacht habe, kam so der Impuls von den Ahnenlinien auflösen, also Ahnenthemen auflösen können, so in diese Tiefe zu gehen. Und interessanterweise begegnet mir das auch überall. Also egal, ob ich in der Ausbildung, also ob ich meine Studentin unterstütze und da merke, da kommen Ahnenthemen oder auch wenn ich mit Klienten arbeite, also wenn ich Beratungen mache, dann kommen da auch Ahnenthemen wie verrückt. Also es ist ganz, ganz interessant, wie viele Themen, die da wirklich hochkommen, die alt sind und jetzt nochmal angeguckt werden dürfen und losgelassen werden dürfen, weil wir können auch ganz, ganz viel loslassen. Also das ist im Moment etwas, was ganz stark ist. Genau. Ich sehe auch Kopfweh und Schwindel. Ja, Schwindel ist auch etwas Typisches mit den Sonnenstürmen. Es ist auch so, wir hatten eben in den letzten 4 Wochen relativ viele Sonnenstürme und da ist tatsächlich auch Schwindel, etwas, was ich immer mehr höre von Leuten, die das sagen. Genau.
Migräne, also gut, grundsätzlich Migräne oder Kopfweh ist einfach ein Hinweis darauf, dass die Energien unruhig sind. Jetzt ist es, ich bin so ein Kopfweh-Mensch, bei mir gibt alles Kopfweh. Ich bin so der Typ, der gut geschlafen, schlecht geschlafen, zu viel geschlafen, zu wenig geschlafen, meine Tage. Es hat Sonne, es hat Wind, es hat keine Sonne, es hat keinen Wind. Bei mir gibt alles. Oh, Mond. Mond kann Kopfweh geben. Deswegen bin ich nicht so gut, so ein guter Maßstab für Kopfweh. Aber das ist etwas, was ich im Moment auch ganz, ganz viel höre. Genau. Du fragst, wofür ist das Pfefferminzöl? Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass Pfefferminzöl mir super gegen Kopfweh hilft. Also, das ist mein Go-To-Öl gegen Kopfweh. Das musst du selber rausfinden, ob das für dich etwas ist oder nicht. Ich habe das Problem, dass ich nicht wenn du über ätherische Öle redest, bist du sehr eingeschränkt. Man darf nicht über körperliche Symptome und ätherische Öle reden. Deswegen kann ich da leider nichts aussagen dazu. Das ist einfach mein Go-To, wenn ich Kopfweh habe. Genau. So. Genau. Und dann ist eben, viele, die sagen, es war auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Genau, sehe ich. Nadine erzählt, dass sie jetzt wieder ins Büro muss, nach Monaten im Homeoffice. Das ist natürlich super anstrengend. Und die Svenja fühlt sich wie in einem Tornado aus. Svenja, ich kann dir so gut nachfühlen. Das ist intensiv. Ja, Miriam, das kenne ich hingegen gar nicht. super, ja, alles gut. Die Nadine erzählt, wenn ich in letzter Zeit Kopfschmerzen habe, hilft keine Tablette mehr. Das war früher immer möglich. Seit ein paar Monaten funktioniert es nicht mehr. Nadine, das ist etwas, wenn du das nächste Mal ein Schmerzmittel in die Hand nimmst, dann lies in der Packungsbeilage. Eine Nebenwirkung von Schmerzmittel ist Kopfweh. Einfach nur, ich nehme gegen Kopfweh nie Schmerzmittel, weil es eine Nebenwirkung ist von Schmerzmitteln. Deswegen, ich trinke viel, viel Wasser. Und eben, also für mich ist dann rausgehend frische Luft, viel Wasser trinken, Wechselfußbäder. Aber Kopfweh nützt, also bei Kopfweh ist Nebenwirkung, ist also Nebenwirkung von Schmerzmittel ist Kopfweh. Das ist erstaunlich. Viele Leute reagieren sehr erstaunt, wenn ich das sage, aber es steht bei den meisten in der Packungsbeilage. So. Okay, also ihr redet da, ihr dürft im Chat sehr gerne über Öle und die Wirkung von Ölen sprechen. Ich mache es nicht, weil ich möchte nicht, dass dieses Video gelöscht wird bei YouTube. genau, gut, ihr seid süß. Also, für all jene, die das erste Mal hier heute im Chat mit dabei sind, wenn ihr eine Frage habt, schreibt bitte Frage und dann Doppelpunkt und dann die Frage. Dann sehe ich, dass es eine Frage ist, weil es wird häufig im Chat auch miteinander gesprochen. Was will ich denn noch sagen? Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen muss. Ihr kennt es ja alle, wie das funktioniert. Ich bin vielleicht etwas, ich war heute, habe ich erzählt, ich war heute super fleißig. Ich habe auf der einen Seite viel gearbeitet und auf der anderen Seite viel Haushalt gemacht. Und deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen konfus jetzt angekommen. Aber ich sehe, Anne hat eine Frage. Anne sagt, ich habe einen Seelenpartner, der gebunden ist. Ist es in diesem Leben? Ah, Anne, das tut mir leid, aber das ist eine persönliche Frage. Ich beantworte hier im Chat Fragen, die für alle interessant sind. Persönliche Fragen sind dann für private Sitzungen, weil, weißt du, wenn ich so eine Frage beantworte, dann geht es richtig tief. Und wenn ich das jetzt hier so im Chat mache, kann ich dich nicht auffangen. Deswegen ist es so, dass ich alles, was mit persönlichen Fragen zu tun hat, so nicht beantworten kann. Aber Fragen, die für alle interessant sind, das sind Fragen, die super sind. Genau. Ach, die Valentina liest gerade mein Buch. Das ist ja schön. Wunderbar. Super. Also ihr scheint alle Kopfweh zu haben. Das ist ganz spannend. Okay. Sehr gut. Dann haben wir die Frage. Okay, das ist eine schöne Frage, die wollen wir beantworten. Lass mal gucken. Also, was passiert mit Menschen, die den Freitod gewählt haben? Bleiben sie bis zu ihrem eigentlich gewählten Tod auf den unteren Astralebene oder dürfen sie ins Licht gehen? Ich finde die Frage großartig. Vielen Dank, dass du dies stellst. Der Freitod, nein, du musst es dir anders vorstellen. Für die geistige Welt und für die Seele ist der Tod niemals überraschend. Das heißt, die geistige Welt weiß ganz genau, wann du stirbst.
Und der Tod wird niemals überraschend sein. Auch für deine Seele nicht. Also wenn sich jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass sich irgendjemand, ein Mensch in deinem Umfeld oder keine Ahnung, stellen wir uns vor, ich, weil ich bin ein gutes Beispiel und da muss man nicht Angst haben, stellen wir uns vor, ich würde mich entscheiden, mich umzubringen, dann wäre meine Seele schon lange vorbereitet darauf, dass ich mich umbringen werde. Das heißt, für meine Seele ist mein Tod überhaupt keine Überraschung und für die geistige Welt auch nicht, weil die wissen das. Das ist etwas, was... Selbst wenn ich das quasi spontan mache, ist es etwas, was geplant ist. Und deswegen ist es nicht so, dass ich im falschen Zeitpunkt sterbe. Ich sterbe zum genau richtigen Zeitpunkt, weil ich mich entschieden habe zu sterben an dem Tag. Also es ist egal, ob das ein Unfall ist, ob es Alter ist, ob es eine Krankheit ist oder ob es Selbstmord ist. Es ist, wir sterben immer im genau richtigen Moment. Und es kann nicht sein, dass wir im falschen Moment sterben oder dass wir dann irgendwie warten müssen, bis wir eigentlich gestorben wären. Das ist nicht möglich. Wir sterben immer genau in dem Moment, in dem wir sterben sollen. Wie wir sterben, ist komplett egal. Die geistige Welt nimmt uns immer auf und unsere Seele freut sich immer, dass wir kommen. Für die Seele ist es kein Problem, wenn man sich selber umbringt. Und auch für die geistige Welt nicht. Das ist ein Problem für die Menschen. Aber für die Seele ist es kein Problem. Die nimmt dich einfach so, wie du bist und so, wann immer du kommen möchtest. Also von dem her, die urteilen nicht. Wir urteilen. Wir sind diejenigen, die urteilen, weil wir Menschen sind. Wir urteilen über Dinge. Die Seele und die geistige Welt urteilen nie. Ah, schön, dass du fragst. Das ist eine tolle Frage. Sie gehen definitiv ins Licht. Also die meisten gehen ins Licht. 99,9% gehen ins Licht. Der Drache sagt, man sagt ja immer, wenn man anderen hilft, kommt viel zurück. Bei manchen geben viel, aber manche geben viel und nicht, es bekommen nicht viel zurück. Ich bin auch nicht unbedingt der Meinung, dass viel zurückkommt, wenn man viel gibt. Es ist immer die Frage, wie du gibst oder warum du gibst. Wenn du gibst, weil du viel zurückbekommen möchtest, dann ist es eine falsche Idee. Also dann gibst du aus einem falschen Grund oder aus einem falschen... Dann ist dein Geben nicht wirklich, weil du unbedingt geben möchtest, sondern weil du etwas zurückbekommen möchtest. Wenn du aber gibst, weil du geben möchtest, dann kommt ganz automatisch viel zurück. Und weißt du, manchmal bekommst du nicht das zurück, was du erwartest oder nicht dann, wann du es erwartest, aber es kommt dann in einem anderen Moment zurück. Und deswegen ist es etwas, was ich der Meinung bin, dass es, wenn dein Bedürfnis, etwas zu geben ist, aus innen kommt und einfach du Lust hast, etwas zu geben, dann ist das etwas, was total schön ist. Die Stefanie fragt, wann denkst du, sehen wir im Außen das goldene Zeitalter? Stefanie, ich finde es ganz spannend, weil ganz oft kann man es schon sehen. Also das ist interessanterweise, finde ich, man kann es schon sehen. Es ist immer deutlicher. Also wo ich es gerade sehen kann, ist zum Beispiel, dass die Leute immer feinfühliger werden, immer intuitiver werden. Und das ist ziemlich krass, dieser Unterschied zu noch vor ein paar Jahren. Zu merken, oh, wie viel da kommt, wie viele Informationen da kommen, das ist sehr, sehr deutlich. Und da finde ich zum Beispiel, kann man das schon sehen. Natürlich dauert es immer lange, bis es umgesetzt wird. Aber wenn du hinguckst, dann siehst du die Veränderung. Was ist, man sieht die Veränderung zuerst in den Menschen. Und noch nicht im Außen, weil das Außen länger braucht, um sich anzupassen. Aber wenn du gut guckst, dann wirst du das schon sehen. Dann fragt die Wilma, ist es möglich, dass man Ängste von Ahnen übernommen hat? Ja, Wilma, das sind Ahnenthemen, die ganz, ganz, ganz gut möglich ist. Also das ist sehr gut möglich, dass du Ahnenthemen übernommen hast. Nee, Ängste in Ahnenthemen. Naja, Ängste von deinen Ahnen übernommen hast. Das ist dummerweise etwas, was wir machen. Ich weiß, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum wir auf die Idee kommen, dass wir unbedingt Ängste von unseren Ahnen übernehmen sollten. Aber ja, das ist etwas, was passiert. Kann man sehr gut lösen mit Ahnenthemenauflösung. Die Anne fragt, wann gibt es den nächsten Selbstliebekurs wieder? Anne, ich kann es dir leider noch nicht sagen. Ich weiß es noch nicht, aber wir fangen am 5. April öffnet die Community die Türen. Und es kann sein, dass wir darin Teile des Selbstliebekurses machen werden. Kann ich noch nicht versprechen, aber da wirst du das finden. Und die Caroline sagt, ah, Caroline, ich mag das, dass du das sagst. Das muss ich auch kurz teilen. Dein Jahresbuch ist super, hab total viele Notizen gemacht. Danke dafür. Ich finde es auch. Und es ist ganz lustig, weil übermorgen ist Neumond und ich freue mich schon jetzt darauf.
den Neumond auszufüllen und ein Neumondritual zu machen. Und habe mein Buch in der Nähe. Nee, jetzt habe ich es gerade weggeräumt, weil ich habe so ein Durcheinander auf meinem Schreibtisch gehabt, dass ich aufräumen musste. Aber ich hatte das da und finde es total schön, dass ich damit arbeiten kann. Also gut. Dann haben wir die Frage von der Judith. Es ist ja gerade Aufstiegsprozess. Ziehen unsere Kinder da mit oder was kann man für sie tun? Es kommt ein bisschen drauf an, Judith, wie alt die Kinder sind. Kinder bis 7 kommen automatisch mit. Also, so, nee, lass es mich anders sagen. Es ist ein bisschen älter noch. Solange die Eltern, nee, sobald ein Kind selber wirklich eine bewusste Entscheidung treffen kann und weiß, was diese Be Entscheidung bedeutet, in dem Moment entscheiden die Kinder selber, ob sie mitkommen oder mitziehen oder nicht. In den meisten Fällen ist es aber so, dass unsere Kinder sehr viel Weisheit und sehr viel Wissen haben und die eher vorausgehen. Also die meisten Kinder ziehen nicht hinterher, die meisten Kinder ziehen ihre Eltern hinter sich her. Es ist selten so, dass es umgekehrt ist. Jessica, schön, dass du da bist. Long time no see. Ach, ist es, ich vermisse euch ein bisschen. Okay, was habe ich denn für Fragen, die ich beantworten kann? Es gibt Fragen, die ich nicht beantworte, weil ich nehme die Fragen, die mich A ansprechen, von denen ich auch weiß, dass ich Antwort auf die geistige Welt bekomme. Und ich will das auch mal dazu sagen, es gibt Themen, die mich als Marisa super triggern und die Fragen beantworte ich nicht, weil ich da nicht ein gutes Medium für bin. Also wenn wir eine Frage haben, die mich selber so triggert, dass ich sowieso nicht ein guter Kanal dafür sein kann, lasse ich die einfach aus. Also einfach nur. Wenn ich eine Frage nicht beantworte, könnt ihr das verstehen, dass ihr das wisst. Es kann einfach sein, dass es etwas ist, was mich persönlich so triggert, dass ich weiß, dass ich da keine saubere Antwort geben könnte. Genau, okay, dann haben wir die Frage zum Selbstmord. Nee, Moment, warte, ich habe noch eine Frage. Wenn wir die Welt da draußen sehen mit all dem Zwang und den negativen Dingen, habe ich einen negativen Gedanken. Man sollte in so eine Welt keine Kinder setzen, aber wir sollten doch gerade eigentlich die Lichtkinder setzen. Das musst du für dich entscheiden. Weißt du, du wirst für dich fühlen, was der richtige Weg ist. Ich bin Verfechterin davon, dass man die Gebärmütter den Frauen überlässt. Und ich mag es überhaupt nicht, dass man Frauen fragt, wie viele Kinder hast du? Hast du nicht genug? Du hast zu viele? Du hast zu wenige? Willst du eigentlich keine? Wieso hast du keine? Hast du was auch immer? Wie oft werden Frauen das gefragt? Und ich bin super allergisch auf diese Fragen, weil ich ganz, ganz klar der Meinung bin, jede Frau entscheidet für sich selber, ob sie Kinder möchte, wann sie Kinder möchte, ob sie mit 19 Kinder möchte oder mit 49, ob sie 15 Kinder haben möchte oder keins. Jede Frau entscheidet für sich und deswegen musst du für dich da fühlen, was für dich stimmig ist. Und es geht nicht darum, dass wir irgendeinen Auftrag haben als Frauen, als Lichtarbeiterinnen, als was auch immer, sondern jede Frau hat für sich selber den Auftrag zu überlegen, ob sie Kinder möchte oder ob sie keine Kinder möchte und wie viele. Und alles ist richtig. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist richtig, 15 Kinder zu haben und es ist richtig, 0 zu haben. Und es ist völlig in Ordnung, eines zu haben und man muss nicht noch ein zweites haben, damit das Kind dann ein gutes Kind wird. Blödsinn. Genau. Die Isabel fragt, wie kann man Eltern helfen, die sehr verzweifelt sind? Ich gehe davon aus, Isabel, dass du meinst Eltern nach einem Selbstmord. Du kannst für sie da sein. Du kannst für sie da sein. Du kannst mit ihnen über die Kinder sprechen, die gestorben sind. Weißt du, einen Tod verarbeitet jeder Mensch auf seine Art und Weise. Und es gibt Menschen, die ganz viel darüber reden müssen. Und irgendwann ist man nicht mehr interessiert, ihnen zuzuhören. Und da geht es darum, dass man trotzdem zuhört und dass man immer weiter zuhört und dass man ihnen immer die Tür öffnet, dass sie darüber sprechen können. Ich kenne inzwischen einige Frauen, ja, in dem Fall sind es tatsächlich Frauen, die mir gesagt, die ein Kind verloren haben und auf irgendeine Art und Weise, also durch Krankheit, durch Unfall, durch Selbstmord. Und die gesagt haben, weißt du, das Problem ist gar nicht nur der Tod, weil auf der einen Seite bin ich eine verwaiste Mutter, ich habe mein Kind verloren und leide sehr unter dem, dass ich mein Kind verloren habe. Auf der anderen Seite aber wollen die Menschen nicht mit mir darüber sprechen. Und dann werde ich nochmal bestraft dafür, dass ich ein Kind verloren habe. Und das ist einfach nur Angst. Es ist Angst der Menschen, sich mit einem schwierigen Thema auseinanderzusetzen. Und ich bin der Meinung, dass du
da mutig sein darfst und mit ihnen reden darfst und einfach sagen darfst, so viel du reden möchtest, ich bin immer da, du kannst 1000 Mal über dein Kind erzählen. Das ist in Ordnung. Also, die Joy fragt, wird sich die Spaltung zwischen den Menschen in der aktuellen Situation überlegen oder wird sich es noch verstärken? Im Moment, Joy, habe ich so den Impuls, dass es sich noch verstärken wird. Das ist so der Impuls, den ich so seit ein paar Monaten habe, dass es einfach wie noch unangenehmer werden muss, damit es dann angenehmer werden kann. Es ist wie wenn das Rad des Fahrrads aus der Speiche raus muss, damit es wieder in die Mitte gehen kann. Okay. Die Rosi sagt, kann man aus Versehen in ein Channeling kommen? Ich hatte mehrmals gefühlt, dass sich das Scheitelchakra mehr öffnet als sonst und dann nehme ich viele Wesen auf einmal wahr. Rosi, grundsätzlich ist es möglich. Ich bin aber super, super vorsichtig, wenn jemand das macht. Und zwar ganz einfach deswegen, weil wenn du mit der geistigen Welt arbeitest, vor allem wenn es ums Thema Channeling geht, dann erlebe ich viele Leute, die, wenn sie das machen, dass sie es einfach falsch machen und dann ist Hinz und Kunz in deinem Kanal. Also wenn du dich einfach öffnest und sagst, da bin ich bin offen, dann kann es sein, dass irgendwas da reinkommt. Und ich habe das einfach schon öfters mal erlebt, bei mir auch in der Praxis, bei Leuten, die dann richtig heftig Probleme hatten und bei denen wir richtig heftig arbeiten mussten. Und deswegen finde ich immer, mach's besser nicht so lange. Also wenn du dich wirklich verbinden willst, dann mach's bitte unbedingt ganz vorsichtig und ganz sauber und wirklich nur mit dem absolut höchsten Licht und nicht einfach nur öffnen und gucken, was da alles passiert. Da einfach ganz, ganz vorsichtig das angehen und nicht einfach öffnen. Also einfach, da bin ich echt, ich habe einfach schon so viele dumme Sachen erlebt, dass ich da irgendwie finde, nee, nicht einfach machen. Eben, genau, das, weil du erzählst dann gleich weiter im Chat, dass es nicht sehr angenehm ist und du dich dann wieder verbinden musst, dann würde ich das nicht machen, Rosi. Also dann wirklich gucken, dass wenn du dich oben, also mit dem Kronenchakra öffnest, nur zum Beispiel zu deinen absoluten Geistführern, die du kennst, zu dahin, wo du wirklich einfach an einem absolut sicheren Ort bist. Genau. So, die Gabi fragt, wie kann ich meine Zweifel ausschalten, wenn ich mit den Geistwesen in Kontakt trete? Gabi, ausschalten kannst du es, indem du es 1000 Mal machst. Je mehr du das machst, desto besser lernst du das. Wenn du schreibst schon, dass du das aufschreibst, und das ist super. Also es ist wirklich so, ich weiß, dass diese Antwort so langweilig ist, wenn ich die so gebe, aber es ist tatsächlich so, dass je mehr wir das machen, je mehr du das übst, je mehr du einfach in diese Energie reingehst, umso besser wirst du auch merken, wie du sie wahrnimmst. Du sagst, dass es mit dem Fühlen schon gut klappt, das ist ja großartig, dann da weitermachen. Also für jeden von euch, es gibt 1000 Übungen, die man machen kann. Eine meiner Podcast-Folgen, und zwar eine der ersten, also ich irgendwie zwischen 1 und 4, in den Zahlen der Podcast-Folge, habe ich Tipps, wie man die eigene Intuition stärken kann. Macht diese Sachen, also wirklich üben. Und ich weiß, dass es das ist, was man das Gefühl hat, ja, aber ich weiß nicht wie. Üben, es hilft tatsächlich. Und ich weiß, dass es hilft, weil ich unterrichte seit Jahren. Und üben hilft. Die JB hatte die Frage und sagt, Ungerechtigkeit im Außen annehmen oder sich dagegen wehren. Es tut mir leid, die Frage ist so unklar gestellt, dass es schwierig ist, darauf zu antworten, weil es kommt drauf an. Wenn du jetzt, wenn diese Person ungerecht ist mit dir, dann würde ich mich wehren dagegen, weil wieso solltest du was annehmen? Ich halte nichts von dieser, wenn du auf die eine Wange geschlagen wirst, halt die andere Wange auch noch hin. Sondern es geht auch darum, dich selber ernst zu nehmen und in der Selbstliebe zu sein. Und da bedeutet es auch, Grenzen zu setzen und sagen, nö, so nicht mit mir. Also da geht es auch um die eigene Klarheit und die eigene Stärke und da einfach hinstehen zu können und zu sagen, nein, nee, so nicht mit mir. Ein klares Nein ist eine gute Antwort und eine klare Grenze ist eine klare Grenze. Ich halte nichts von der
Idee, dass alles immer in Ordnung ist und alles, man da irgendwie über Blumenfelder schwebt mit Blumenkränzchen in den Haaren und so, das ist nicht meine Form von Spiritualität. Meine Form von Spiritualität ist die Form der Selbstliebe, der Selbstannahme, des Selbstmitgefühls. Und wenn du behandelt wirst im Außen ohne Mitgefühl oder du sagst, hey, wenn ich das annehme, dann bin ich nicht liebevoll mit mir selber, dann geht es darum, dass du dich wehrst. Also da geht es darum, dass du mal für dich guckst, ist es jetzt ein Moment, wo du sagen musst, ach, bringt nichts? Oder ist es ein Moment, wo du sagen musst, hey, nein, nicht mit mir. Da bin ich nicht mehr liebevoll mir selber gegenüber. Also da darfst du auch in die Kraft kommen. Es ist in Ordnung, in der Kraft zu sein. Es ist in Ordnung, kraftvoll mit sich selber zu sein. Genau. Das ist eine interessante Frage. Bereitest du dich auf diese Live-Chats vor? Und wenn ja, wie? Nein. Naja, doch, ich mal mir die Lippen an. Zählt das als Vorbereitung? Dann ja. Nein, ich bereite mich nie. Also, guck, ich bin mit der geistigen Welt verbunden. Diese Verbindung, die mache ich am Morgen. Wenn ich aufstehe, dann verbinde ich mich. Und diese Verbindung ist so stark. Das ist für mich so natürlich und es ist so stark, dass ich jetzt da nicht irgendwie noch eine halbe Stunde meditiere, bevor ich anfange mit diesen Live-Sessions. Ich freue mich. Also, das ist lustigerweise ist es so, ich freue mich und ich bin so, super nervös. Also, ich sitze dann irgendwie 10 Minuten vorher da und denke, oh Gott, ich kann das nicht. Und dann freue ich mich darüber, dass ich das machen darf. Das ist so meine Vorbereitung. Wir haben heute viele Fragen, die zum Thema Tod gehen. Warum entscheidet eine Seele sich mit 16 oder mit 40 Jahren bei einem Autounfall oder sowas in der Art zu sterben? Haben Sie Ihren Auftrag erledigt? Ja, Silvia, entweder Sie haben Ihren Auftrag erledigt oder ein Tod durch Unfall oder Selbstmord oder Krankheit ist ein Teil ihrer Aufgabe. Das ist einfach so. Also das ist tatsächlich so. Es gehört zu unserem Weg. Und es kann auch sein zu sagen, hey, ich will an einem Unfall sterben oder ich will an einer Krankheit sterben oder was auch immer. Also das sind alles Dinge, die passieren und die Teil unseres Weges sind. Sehr gut, okay. Also gut. Was haben wir denn da für Fragen? Die Daniela fragt, gibt es Seelenpartner oder Dualseelen wirklich? Ja, Daniela, das gibt es tatsächlich. Es ist ein Unterschied. Also ein Seelenpartner und eine Dualseele sind nicht das Gleiche. Und es gibt es beides tatsächlich. Allerdings kommen Dualseelen sehr viel seltener vor, als man denkt. Also diese Idee mit der Dualseele ist sehr, sehr viel seltener, als man denkt. Das meiste sind Seelenpartner. Und ganz ehrlich, eine Dualseelenbeziehung ist nichts Schönes. Das ist etwas super Anstrengendes. Das ist etwas extrem Intensives. Und in den meisten Fällen geht es nicht gut aus. Die meisten, die das Gefühl haben, eine Dualseele zu sein, sind das ist eine Seelenpartnerschaft. Eine Seelenpartnerschaft kann sehr, sehr schön und sehr liebevoll sein. So. Genau, die Romy hat eine Frage. Romy. Romy hat mir Schokolade geschickt. Romy ist toll. Danke, Romy. Ich kann dir auch noch persönlich Danke sagen für. Vielen, vielen Dank. Okay. Wie kommt man seinem Urvertrauen wieder näher, beziehungsweise wie stärkt man das wieder mehr? Ich würde da hingucken, Romy. Ich würde mal gucken. Also erstens, wenn du merkst, du hast ein Problem mit deinem Urvertrauen, dann ist das Erste, was ich immer empfehle, ist mit dem Basischakra zu arbeiten, also sich intensiv mit dem Basischakra zu verbinden. Das Basischakra ist das Chakra, das sich zwischen den Beinen befindet und das ist rot von der Farbe her und sich mit dieser ganzen Energie zu verbinden. Das Basischakra steht für die Erdung, für sehr viel. Lebensthemen auch, also zum Beispiel für den körperlichen Aspekt der Sexualität, auch für das Leben hier auf der Erde, also alle Themen, die mit Finanzen zu tun haben, stehen für das Basischakra und eben auch Urvertrauen, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die Welt. Das sind alles Themen, die im Basischakra zu finden sind und ich würde dir da empfehlen, ganz intensiv damit zu arbeiten. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du auch Dinge machst wie rote Socken tragen oder rote Unterwäsche. Das ist etwas, was wirklich schon ganz gut helfen kann. Ich finde es immer lustig, weil das ist so ein kleiner Tipp und trotzdem hilft er irgendwie. Und was könnte man noch machen?
Ich würde da wirklich auch gucken, dass du gut in die Erdung gehst, Romy. Ich empfinde dich nicht grundsätzlich als ungeerdet, aber Erdung hilft immer, wenn man das Gefühl hat, ich habe kein Urvertrauen. Und dann, was ich mache oder was ich sehr empfehle, ist mal gucken, wie es in der Kindheit aussieht. Und zwar so in den Altern zwischen 1 und 3 Jahren, also so wirklich in der frühen Kindheit, mal gucken, was da passiert ist, dass man aus dem Urvertrauen rausgekommen ist. Also was ist denn da, was steckt denn da dahinter? Dass man aus diesem Urvertrauen rausgefallen ist und da dann direkt lösen. Also das könntest du mal aufstellen, du könntest mal eine Aufstellung machen oder du könntest mal wirklich auf der Energielinie zurückgehen und gucken, was da passiert ist und da dann wirklich da mal wirklich gucken, wie du das auch verbessern kannst. Die Arbeit mit dem inneren Kind, Romy, ist sicher da auch eine ganz, ganz tolle Sache und dem inneren Kind die Sicherheit geben. Also du gehst gucken, was passiert ist und du holst das Kind da raus und übernimmst quasi die Verantwortung für dein inneres Kind. Das ist etwas, was ich dir empfehlen könnte. Okay. Das ist eine schöne Frage. Ich weiß leider nicht, wie du heißt, aber ich finde die Frage total schön. Ich würde gerne wissen, ob wir immer etwas verstehen müssen, um eine Erkenntnis zu haben. Oder reicht es, wenn man es fühlt? Es reicht, wenn man es fühlt. Ich finde es eine total schöne Frage, weil es ist etwas, was so vielen Leuten hilft. Du wirst es fühlen. Du fühlst, ah, okay, ich hab was verstanden und vielleicht kann ich es noch nicht in Worte fassen. Aber vielleicht kann ich schon mal fühlen, wie es sich anfühlt. Das ist etwas super, super, super Schönes. Es ist wunderschön, dass du das teilst hier, weil das ist fühlen reicht. So, dann haben wir die Frage von der Stefanie. Kann es sein, dass die Fabelwesen aus den höheren Dimensionen bei uns sind? Ich habe das Gefühl, als wäre ein Einhorn seit kurzem bei mir. Bildet man sich das ein? Nein, wenn du das fühlen kannst, Stefanie, dann ist es auch tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber meine Katzen sind gerade Wildschweine hier hinten dran. Die rennen hin und her und machen Lärm. Total lustig. Okay, vielleicht wegen den Fabelwesen, die alle da sind. Die Fabelwesen kommen aus der sechsten Dimension und ich habe im Moment ganz stark, ich bekomme ganz stark, dass die immer stärker da sind. Also die sind super stark da, die sind super intensiv da, die unterstützen uns gerade sehr, sehr intensiv und sind gerade sie zeigen uns einfach, es geht darum, dass wir jetzt im Moment in eine neue, also wir gehen so in diese andere Dimension, wir gehen so in diese Veränderung und das zeigen sie uns einfach. Sie zeigen uns, wie feinstofflich wir eben werden und durch unsere stärkere Feinstofflichkeit können wir sie auf der anderen Seite auch wieder stärker wahrnehmen. Ich hoffe, das macht so Sinn, wie ich das erklärt habe, aber das ist das, was ich bekomme. So. Okay. Die Rosi sagt, wegen dem Channeling, es passiert mir beim Einschlafen. Dann schützt dich gut vorher, Rosi. Also gut schützen, gut abgrenzen, bevor du einschlafen gehst. Ich würde mir da wahrscheinlich den aufgestiegenen Meister El Moria an die Seite stellen. Auf dein Schlafzimmer, nee, nicht auf dein Schlafzimmer, das kannst du auch, ist ein bisschen unangenehmer, aber ich würde es eher auf den Nachttisch machen. Den Amethysten, den Rosenquarz und den schwarzen Turmalin. Drei Steine, die auf das Nachttisch, auf den Nachttisch? Dein, auf dein Nachttisch stellen. Und gucken, dass du dich mit El Moria verbindest. Das ist ein aufgestiegener Meister, der hilft, dass du gut geschützt bist. Weil das passiert dir offenbar, wenn du so in diesem, eben in diesem Zwischenzustand bist. Genau. Super. Dann fragt die Jana, ob man noch in den Geistführerkurs einsteigen kann. Ja, du kannst einsteigen, Jana. Der läuft und da freue ich mich, wenn du mit dabei bist. In den Jahreskurs nicht. Der Jahreskurs, da kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen für nächstes Jahr. Wir haben bereits eine Warteliste für nächstes Jahr und da kannst du dich auf drei reinsetzen lassen. Okay, gut, super. Natürlich mal mit Lippen an. Natürlich mache ich das so, Valentina. So.
Super. Ich probiere, ich roll mal so ein bisschen runter und versuche. Die Fragen zu sehen. Die Ima fragt, wieso kommt es zu Stillstand oder keiner Weiterentwicklung im Leben? Ima, das ist eine falsche, nein, das muss ich nicht so sagen, aber das ist eine sehr bewertende, du urteilst da sehr über dich. Warte, lass es mich freundlich ausdrücken. Dass es Stillstand ist oder keine Weiterentwicklung, ist nur deine Wahrnehmung. Alles ist Entwicklung. Der Mensch kann nicht anders, als sich zu entwickeln. Und wahrscheinlich entwickelst du dich da nicht so schnell, wie du gerne möchtest. Also vermutlich ist es eine Entwicklung, die für dich nicht schnell genug geht oder nicht intensiv genug. Oder vielleicht ist es gar nicht deine Entwicklung, sondern die Entwicklung von irgendeiner geliebten Person, die sich nicht so schnell entwickelt, wie du gerne möchtest. Aber das ist unsere Beurteilung. Es ist nicht wirklich so, weil egal, ob du einen Zentimeter weit gehst in deinem ganzen Leben oder 25 Kilometer oder 250 Kilometer oder auch 7000, du hast dich immer entwickelt. Ich fand das ganz spannend. Ich habe das mal erlebt bei einer Klientin von mir. Das ist Jahre her. Das ist wahrscheinlich fast 10 Jahre her. Und die wollte an einem Thema arbeiten und immer wenn sie da war, wollte sie dann an dem Thema nicht arbeiten. Und ich war komplett frustriert, weil ich dachte, die Frau entwickelt sich nicht, die macht keinen Weg. Und irgendwann hat die geistige Welt mich ziemlich auf den Fuß, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und gesagt, nein, du kannst es nicht beurteilen, weil stell dir vor, immer, es sind zwei Menschen, die stehen an einer Startlinie, stellen wir uns vor, die Startlinie ist der 1. Januar, die stehen an der Startlinie und beide gehen vorwärts. Wenn die eine Person in diesem einen Jahr, das wir da gerade angucken, 3 Kilometer weit gelaufen ist und die andere Person 100 Meter, wenn diejenige, die 3 Kilometer weit gelaufen ist, zurückguckt, dann kann sie nicht sehen, wie viel die andere gelaufen ist. Also die kann diese 100 Meter nicht sehen. Und deswegen ist es immer Bewegung. Es ist nie Stillstand. Es geht nicht, der Mensch kann nicht stillstehen. Der Mensch bewegt sich immer weiter. Es geht darum, dass wir das beurteilen und das Gefühl haben, es ist nicht genug. Und deswegen sei bitte sanft mit dir selber oder mit den Menschen in deinem Umfeld, wenn du das Gefühl hast, dass du dich nicht schnell genug weiterentwickelst und achte auch, dass die andere Person sich in ihrem Tempo weiterentwickeln darf. Okay? Das ist mir wichtig. Das ist ein wichtiger Hinweis. Okay, super. Die Joy sagt, gibt es eine einfache Übung, um Armutsgelübde abzulegen? Es gibt eine schöne Meditation, um Armutsgelübde abzulegen, Joy. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, wo ich diese Meditation habe. Ich gehe die mal suchen. Joy, magst du mich das nächste? Wir sehen uns irgendwie nächsten Freitag oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Magst du mich daran erinnern, dass ich das für dich suchen gehe? Irgendwo werde ich die haben. Ich hoffe, ich habe die irgendwo. Ich müsste die irgendwo haben. Aber da kann man sehr viel machen mit. Frag mich bitte nicht, frag mich beim Geistführerkurs, wenn wir Frage- und Antworten-Session haben. Wir können darüber reden. Das ist eine super Frage. Die Valentina fragt, kann man auch eine schöne, intensive Partnerschaft erleben, also fühlen, ohne das Gefühl zu haben, eine Seelenpartnerschaft zu führen? Oder ist es automatisch eine Seelenpartnerschaft? Nein, um Himmels Willen. Hört auf, alles zu schubladisieren. Wieso denn nicht deine Liebe oder deine Partnerschaft einfach deine Partnerschaft nennen? Wieso muss es denn irgendeine Schublade haben? Wieso muss es denn irgendein Label haben? Es ist doch egal, wie das heißt. Hauptsache, du bist glücklich dabei. Und ob das jetzt ein Seelenpartner ist oder was auch immer Partner ist oder kein Seelenpartner ist, ist völlig egal. Wichtig ist, dass du glücklich bist. Ich kenne karmische Beziehungen. Wenn man von karmischen Beziehungen spricht, spricht man häufig davon, dass man etwas auflösen muss. Ich kenne die glücklichsten karmischen Beziehungen, die man sich vorstellen kann. Das sind Menschen, die seit 20, 30 Jahren glücklich zusammen sind. Und ich meine nicht einfach miteinander leben, sondern tatsächlich glücklich sind. Obwohl man sagen kann, naja, aber eigentlich karmische Beziehungen sind immer schwierige Beziehungen. Das ist doch ein Bullshit. Entschuldigung. Ich nehme es zurück. Das ist doch ein Unsinn. eine Beziehung ist deine Beziehung und ob deine Beziehung jetzt eine Dualseelenpartnerschaft ist, eine Seelenpartnerschaft ist, eine karmische Partnerschaft ist oder einfach nur eine Liebesbeziehung, ist völlig egal. Also warum denn alles schubladisieren? Was macht es denn besser?
Ist es denn besser, wenn ich eine Seelenpartnerschaft lebe und total unglücklich bin und irgendwie mega Streit habe die ganze Zeit? Oder ist es besser, wenn ich eine glückliche Beziehung habe? Also hört auf mit diesen Schubladisierungen. Das sind alles Konzepte. Das sind alles spirituelle Konzepte, die nichts machen. Das bringt nichts. Das sind Konzepte, die uns das Leben schwer machen und die uns das Leben enteinfachen, verschweren, erschweren, erschweren. Stolz auf meine Wortwahl heute. So. Daniela sagt, ich danke für die tollen Fragen, ich auch. Das ist super. Romy, das ist ja spannend. Christoph fragt, ist es möglich, dass man Wasseradern unterm Haus energetisch auflöst oder umleitet? Ich finde die Frage total spannend. Ich bekomme die Antwort ja. Also die geistige Welt sagt mir ja, es ist möglich, diese energetisch umzuleiten. Sie sagen, auflösen geht nicht, aber du kannst sie energetisch umleiten, Christoph. Sie zeigen mir, dass du quasi wie eine Lichtsäule über dein Haus baust und dass du quasi unten, dass alle Wasseradern, die dann unten dran sind, irgendwie außen vor gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob man das messen könnte, also ob du das, wenn du das denn messen würdest, nicht mehr wahrnehmen würdest, aber es geht darum, dass du das mit deiner Energie machst und sie sagen auch, dass du das quasi, also dass jeder Mensch das für sich macht. Warte mal kurz. Sie bringen mir so ein blödes Beispiel. Sie sagen dann, also wenn ich jetzt Wasseradern unter meinem Haus hätte oder unter dem Haus, in dem ich lebe, hätte, dann müsste ich das für mich machen und dann wäre das für mich wie gelöst. Wenn jetzt aber du bei mir zu Besuch wärst und in meinem Gästezimmer schlafen würdest, dann wäre es für dich nicht gelöst. Du müsstest dann für dich auch noch machen. Also es geht bei dieser energetischen Harmonisierung darum, dass du das für dich machst. Du könntest es wahrscheinlich für deine Familie machen. Also wenn du jetzt da irgendwie, keine Ahnung, stellen wir uns einfach mal vor, ich mache dir mal eine Frau und zwei Kinder, Christoph, keine Ahnung, ob du die hast oder nicht, aber stellen wir uns vor, ihr wärt zu viert da, dann könntest du das für deine ganze Familie machen. Gleichzeitig könntest du es nicht machen für Gäste. Also wenn ich dich dann besuchen kommen würde, dann wäre das für mich wiederum nicht gemacht. Aber doch, das stimmt nicht ganz. Ich habe es falsch gesagt. Für Kurzzeitgäste wird es gehen, aber für Langzeitgäste wird es nicht gehen. Also wenn ich einziehen würde, dann wäre das dann nicht. Dann müsste das man nochmal neu machen. Jetzt bin ich bei dir eingezogen, Christoph. Das wollte ich gar nicht. Ich ziehe mal kurz wieder aus. Aber einfach, dass du verstehst, was ich meine. Also jeder macht es für sich. Und ich gehe nicht davon aus, dass wenn jetzt jemand kommt und das messen würde, dass man das fühlen würde. Aber für dich, du merkst einen Unterschied. Das ist eine interessante Arbeit. Mach das mal. Mach dich mal da dran und erzähl uns das nächste Mal, wie es funktioniert hat. Ich bin sicher, dass es funktioniert, weil ich höre es. So. Anne freut sich auf die Community. Warte, ich muss es kurz zeigen. Ich freue mich nämlich so sehr auf diese Community. Und ja, ich freue mich so sehr auf diese Möglichkeit, sich wirklich zu verbinden. Das ist etwas, was wirklich schön wird. Das wird grandios werden. Gut. Jojo sagt, mein dreijähriger Sohn sieht immer Flamingos in unserer Wohnung. Toll. Wie schön. Das ist ja großartig. Und dann haben wir die Frage, woher weiß man, ob man seinen Seelenplan ist? Du spürst es. Du spürst es, ob du in dem Plan deiner Seele bist. Allerdings, und da kommt noch gerade die Ergänzung für die Frage, was passiert, wenn man nicht im Seelenplan ist? Es ist grundsätzlich so, der Seelenplan ist manchmal weniger dramatisch, als wir uns das vorstellen. Der Seelenplan könnte zum Beispiel auch sein, Kinder zu haben. Auch das ist ein Teil des Seelenplans. Und wenn du jetzt dich entscheidest, drei Kinder zu haben innerhalb von 3 Jahren, dann bist du mal ein paar Jahre wirklich beschäftigt. Vielleicht hast du die auch innerhalb von 5 Jahren, aber wenn du innerhalb von 5 Jahren drei Kinder hast, dann bist du 6 Jahre mehr oder weniger entweder schwanger oder am Stillen oder schwanger oder hast gerade einen Säugling. Also das ist super anstrengend. Das heißt, da hat man dann nicht noch Zeit, sich irgendwie gleichzeitig als Künstlerin zu tun, ein Haus zu bauen, ein Restaurant zu eröffnen und irgendwie noch einen Laden. Sondern man ist dann beschäftigt als Mama mit Kindern. Bis diese Kinder alt genug sind, sind es wahrscheinlich 10 Jahre, die da rumgehen. Und das ist ein Teil eines Seelenplans. Der ist nicht besonders aufregend. Das ist nicht so, oh, ich habe den Mega-Seelenplan.
Aber ganz ehrlich, egal was für einen Plan wir haben, die Seele, das ist meistens, es gibt es Zeiten, die nicht besonders aufregend sind. Das ist einfach normal. Wenn du dich mit dir selber und mit deinem Leben in Harmonie fühlst, dann bist du in deinem Seelenplan. Das bedeutet nicht, dass du dich jeden Tag 24 Stunden, 365 Tage in Harmonie fühlst. Du wirst Jahre haben, in denen du dich nicht gut fühlst. Aber trotzdem wissen, du bist grundsätzlich im Seelenplan. Wenn du hingegen das Gefühl hast, hey, ich bin völlig an einem falschen Ort, ich stehe total mit beiden Füßen auf der falschen Stelle, und wenn ich jetzt meinen Job kündigen würde, dann wäre ich in meinem Seelenplan, dann ist deine Aufgabe, diesen Job zu kündigen und da aus der Angst zu gehen. Wenn du nicht deinem Seelenplan folgst, dann passiert nicht so viel, außer du bist wirklich komplett auf dem falschen Dampfer. Also das gibt es ganz selten mal, dass wenn du wirklich komplett auf dem falschen Dampfer bist, dass du dann entscheidest zu sagen, hey, weißt du was, ich beginne nochmal von vorne und dann würdest du sterben und dann nochmal neu kommen. Allerdings ist es echt selten. Also das ist jetzt nicht so, dass das häufig vorkommt, sondern es kann ganz, ganz selten kann es mal sein, dass man wirklich entscheidet zu sagen, hey, ich wollte hier hin und ich stehe da drüben. Das ist chancenlos, dass ich von da wieder dahin komme und deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal fang quasi nochmal von vorne an. Aber es ist nicht so, dass wir das in jedem dritten Leben machen. Also was ich höre aus der geistigen Welt, ist, dass das von vielleicht 2.000 bis 10.000 Leben einmal vorkommt. Also so, wir sind nicht so weit weg vom Seelenplan. Genau. Nadine sagt, oh ja, bevor wir es vergessen, alle den Daumen hoch drücken. Ja, mach das mal bei YouTube. Drück mal auf den Daumen hoch und bei Facebook auf Like. Die Conny sagt, ich fühle mich als Lichtarbeiterin unter Druck gesetzt, ganz viel Gutes für die Welt leisten zu müssen und dass ich irgendwie Großartiges zu leisten habe, um mein Leben erfolgreich lernen zu dürfen. Das, liebe Conny, ist ein riesiges spirituelles Konzept und das entspricht nicht, überhaupt nicht dem, was du machst. Und ich weiß nicht, Conny, du bist oft mit dabei und ich sage das ganz häufig, du hast das bestimmt schon mal gehört. Wenn du eine Person zum Leuchten bringst mit deinem Licht, wenn du eine einzige Person mit deinem Licht zum Leuchten bringst, hast du dein Licht verdoppelt. Und das ist alles, was du machst. Und du kannst eine Person zum Leuchten bringen, indem du freundlich bist, indem du nett bist, indem du aufmerksam bist und mitfühlend. Damit bringst du das Licht von anderen Menschen zum Leuchten. Eines meiner Mottos ist immer, leuchte, wage dich zu leuchten, leuchte so hell, wie du kannst. Aber das bedeutet nicht, dass du was Großartiges leisten musst, weil du dann benotet wirst, Ende Leben. Das ist ein Unsinn. Wir werden nicht benotet. Das machst du selber. Also geh bitte aus diesem spirituellen Konzept raus. Das ist ganz wichtig. Es ist immer wichtig, in der Harmonie zu sein, im Fluss des Lebens zu sein. Das ist wichtig. So. Das ist eine wunderschöne Frage, die nehmen wir gleich mit dazu. Ist es Lichtarbeit, wenn man seinen Beruf erfüllt und begeistert in Liebe auslöst? Oder muss Lichtarbeit immer etwas Spirituelles sein, wie zum Beispiel Arbeit als Medium oder Heilerin oder ähnliches? Nein, um Himmels Willen. Nein. Wenn du deine Arbeit begeistert und erfüllt und mit Liebe machst, dann machst du Lichtarbeit. Das ist Lichtarbeit. Lichtarbeit ist das Licht leuchten zu lassen. Ich sage immer, bedingungslos zu leuchten, rebellisch zu leuchten, gnadenlos zu leuchten, ohne Angst, angstfrei zu leuchten. Aber ob du das jetzt machst als Krankenschwester, ob du das machst als, keine Ahnung, Chefsekretärin, ob du das machst als Medium oder ob du das machst als Kindergärtnerin, ist komplett egal, weil da, wo du bist, da bringst du Licht rein, da bringst du das Leuchten rein. Stell dir einfach mal ganz kurz vor, du gehst ein Brötchen kaufen und dann stellst du dir, du gehst 2 Tage hintereinander ein Brötchen kaufen und der eine Tag hast du eine Verkäuferin, die ihren Job mit Liebe, mit Licht und mit Freude macht. Die wird dich anstrahlen, sich freuen darüber und vielleicht einen kleinen Schnack mit dir halten von 2 Minuten. Und am nächsten Tag gehst du zu jemandem, die total brummig ist. Und die wird dann irgendwie fragen, sonst noch was? 3,50 Euro. Wie gehst du damit um? Was hast du das Gefühl, was verändert dich? Beim einen Mal gehst du aufgestellt und fröhlich aus dem Laden und leuchtest, weil die Frau mit ihrem Licht dich angesteckt hat und du leuchten kannst. Beim anderen Mal wirst du wahrscheinlich etwas brummig rausgehen und finden, oh Mann, ist die wieder unhöflich. Und du leuchtest nicht. Und
Deswegen ist es völlig egal, wo du deine Lichtarbeit machst und wie du deine Lichtarbeit machst. Hauptsache, du machst es. Also, Conny, einfach nur nochmal, liest es nochmal durch, was die HIKU da geschrieben hat, weil das unheimlich wertvoll ist. Es geht tatsächlich nicht darum, etwas Riesiges zu machen, sondern es geht darum, es zu tun. So, ich bin ein bisschen gucken, wir müssen zu einem Ende kommen, deswegen gucke ich mal noch ein bisschen, welche Frage sich da gerade noch aufdrängt bei mir. Stefanie fragt wegen den Dimensionen. Stefanie, in meinem Buch beschreibe ich das ein bisschen genauer, aber ich werde wahrscheinlich irgendwann mal noch einen Podcast dazu machen. Okay. Caroline, danke für den super Chat. Vielen, vielen Dank. Das ist total lieb. Die Sandra fragt, wie können wir uns den Aufstieg vorstellen? Sandra, wir stecken mittendrin. Das ist der Aufstieg. So, stell ihn dir so vor, wie er gerade passiert. Siehst du? Mein Beispiel mit der Verkäuferin. Das ist ein gutes Beispiel. So, siehst du, jetzt bin ich so weit nach unten gerollt, dass ich keine Fragen mehr habe. Ich bin ja auch doof, ne? Muss ich wieder zurückrollen. Aber nee, da sind keine neuen Fragen noch gekommen. Genau. Ich bin gerade am gucken, ob es noch eine Frage gibt, die ich noch beantworten kann. Die Gabi sagt, ich schlafe seit 3 Jahren schlecht. Manchmal bin ich 3 Stunden nachts wach. Hast du einen Tipp, Gabi? Ich würde tatsächlich mal gucken, was das Bett ist, dass du drauf schläfst. Also das ist, ich kenne das nicht, schlafen zu können, ist etwas, was ich sehr, sehr gut kenne. Und bei mir hat sich ganz viel geändert, als ich investiert habe in ein Naturbett. Also mein Bett ist ein Naturholzbett mit Naturkautschukmatratze und einem Naturwoll, was auch immer Auflage, wie auch immer das Zeug heißt. Ich schlafe viel besser, seit ich darauf schlafe. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich schlafe viel, viel besser. Und da, weil du musst dir das mal überlegen. Ich finde es so spannend. Überleg dir das doch mal, wenn wir so irgendeine Matratze haben, die mega Gummi und Schaumstoff und was auch immer ist, dann schlafen wir da drauf 10 Stunden oder 8 Stunden? Also wir liegen darauf. Nee, 10 Stunden schlafen wir nicht, aber 8 Stunden liegen wir da drauf und atmen dieses ganze Gummizeug da ein. Und das ist einfach etwas, das nicht besonders gesund ist. Und wenn du sensibel bist, und die meisten hier sind nun mal sensibel, dann kann es eben sein, dass du tatsächlich darauf reagierst. Also dieses Nichtwissen, was wir eigentlich einatmen, weil diese Matratzen aus sehr vielen Plastiksachen wie auch immer, gemacht werden. Das ist etwas, was für mich ganz schwierig ist oder was ich festgestellt habe, das ist für mich, ich schlafe einfach dann nicht besonders gut. Und seit ich auf diesem Naturbett schlafe, erstens riecht es wirklich total lecker nach Holz. Es ist total schön, wie es nach Holz riecht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich so, dass ich wirklich viel, viel, also der Schlaf hat sich wirklich verbessert. Also ich schlafe, die Qualität des Schlafs ist besser und die Länge und die Tiefe ist viel besser. Es hat am Anfang ausgelöst, dass ich extrem müde geworden bin davon. Ich musste dann plötzlich wirklich viel schlafen, nachdem ich Monate nicht geschlafen habe. Und jetzt,
Jetzt so langsam wird es wieder besser. Also jetzt so langsam ist es wirklich so, dass ich einen Ausgleich gefunden habe und merke, Schlaf ist einfach total schön, tut total gut, ich schlafe total gerne. Wenn ich schlafen kann, ist es total schön. Also da würde ich mal gucken, ob du nicht in sowas investierst. Das ist eine Investition. Also mein Bett war echt eine Investition. Es hat sich aber gelohnt. Also da lohnt sich wirklich mal ein bisschen zu sparen und zu sagen, okay, ich investiere da mal rein, weil du schläfst doch ein Drittel deines Lebens. Also da schläft man relativ viel und da verbringt man viel Zeit. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass ich Zeit in einem Umfeld verbringe, das so natürlich wie möglich ist. Also das eine natürliche Decke, ein natürliches Bett, einfach halt so naturnah wie möglich, um da nicht irgendwie mit Energien konfrontiert zu sein, die nicht besonders hochschwingend sind. Nennen wir es mal so. Gut, und jetzt die letzte Frage, die kommt von der Kerstin. Wird es in diesem Jahr wieder mal so einen medialen Kurs geben wie letztes Jahr im April? Kerstin, ich weiß es noch nicht ganz genau. Es kann sein, dass ich was mache für die Eröffnung der Community, dass ich da irgendwie was mache, dass ich sage, komm, wir machen da vorher noch einen Kurs, eine Intensivwoche. Ich kann es aber nicht versprechen. Vielleicht mache ich auch was anderes. Und solche Sachen werden wir in Zukunft wahrscheinlich eher in der Community machen. Genau. Gut, ihr Lieben. Das war schön. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir hier gequatscht habt. Das war richtig schön. Ich habe es genossen. Genau. Ich hoffe, ich kann es wieder öfters machen. Ich habe das echt vermisst. Ich hatte nicht so viel Zeit für die Live-Calls, weil einfach Anfang Jahr bei mir gerade sehr, sehr streng war. Ich werde es mir wieder mehr einplanen, weil ich es total nett finde, bei YouTube mit euch zu quatschen. Und genau. Schick euch allen eine ganz, ganz große Umarmung. Virtuell, virenfrei, absolut sicher. Und man kann es auch ohne Maske nutzen. wir sehen uns bald. Tschüss. Bis bald.